Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Serranos und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW mit unserer nachtgeborenen Hexenmeisterin. Noch immer nach wie vor hier im Eschental, diesmal aber mit unserem guten Krocki-Krock hier unterwegs, der an unseren Geheimhaltungstalenten zweifelt. Aber der hat ja auch leicht reden als Schurke. Ich glaube, da sind wir als Hexenmeister nicht so gut aufgestellt. Und wir sprechen den Guten jetzt mal an. Der hat nämlich eine neue Quest für uns, nachdem wir jetzt hier die Stümpfe abgeschlagen haben und die Elfenanführer beziehungsweise deren Pirscher getötet haben. Krog will, dass ihr das Holzfällerlager des Kriegshymnen-Clans betretet und mit Vorarbeiter Gortak sprecht. Das machen wir natürlich. Wo müssen wir denn da hin? Ganz kurz mal gucken. Ja gut, ganz hinten irgendwo. Ganz hinten durch. Ist aber gar kein Problem. Wir sind jetzt 22,5, nicht ganz. Wir gehen auf jeden Fall hier voran. Manche Quests haben jetzt, je nachdem, relativ viel Zeit gekostet. Manche mehr, manche weniger. Und ich glaube, das ist das große Gebäude, was wir da am Horizont sehen. Hier wieder Bäume, die komplett wegknicken. Und wieder hochknicken. Also, wenn das keine Wunderbäume sind, dann weiß ich auch nicht. Die knicken einmal um, durch den Boden und kommen wieder hoch. Die haben das Prinzip des Fällens nicht so ganz verstanden. Geil. Feier ich. So, dann gehen wir mal hier ins Lager rein. Holzfällerlager des Kriegshymnen-Clans. Dann sehen wir schon irgendwelche Schredder rumlaufen. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass wir da gleich wieder reinsteigen müssen in solche Dinger. Und hier haben wir eine Worgenkriegerin. Okay. So. Hier in die Mitte, Vorarbeiter Gortak, der chillt hier wie ein richtiger Baba in seinem Ring hier mit einer Leiche daneben. Der ist wahrscheinlich frech geworden, der Typ oder so. So, dann gehen wir die Quest hier ab. Und dann Vorarbeiter Gortak will, dass ihr ihm den Kopf eines Assassinen der Kaldorei bringt. Ja, der Typ ist auf jeden Fall ein bisschen brutaler unterwegs, würde ich mal fast behaupten. Wir sollen jetzt einfach einen im Kopf abschlagen, aber das ist eigentlich nicht so Hexerarbeit. Sondern wir sind ja mehr die, die dafür sorgen, dass der Kopf am Ende, wenn wir mit dem Gegner fertig sind, eher unschön aussieht. Eher unschön. Ein bisschen verseucht, ein bisschen verwest. Jetzt weiß ich gar nicht, Kopf des Assassinen. Ja, jetzt ist halt die Frage, ne? Warte mal ganz kurz, ich muss mal lesen. Schon schwer genug, ohne dass die Elfen drehen uns zu den Blässen. Jetzt gleich obendrein noch ein Auftragsmörderanlager mehr, der eine wichtige Diplomatin getötet hat während meiner Wache. Wer auch immer es war, er kann nicht weit sein, Hexmeisterin. Durchsucht das Lager, bis ihr ihn findet und dann rächt die Diplomatin. Zumindest kann ich dann den Kopf des Mörders in Händen halten, wenn ich mich vor Heuschrei rechtfertigen muss. Da ist die Assassinen. Die haben jetzt aber nicht wir aufgedeckt, sondern jemand anders. Aber ist kein Problem. Wir haben den Kopf. Wir können rein und den Kopf abgeben. So schnell geht das auch schon. Burg Kagatia. So. Wer ist das? Schamanen einfach nur. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Vorarbeiter Gortak. Mich interessiert nur eins, Nachtgeborener. Ist der Auftragsmörder tot? Ja. Viel Spaß mit dem Kappes von dem. Und dann haben wir hier von Wächter Mänerin noch eine neue Quest. Wächter Mänerin will, dass ihr Schelas versiegelten Brief an Wächter Gurta übergibt. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Dann gehen wir einfach wieder raus und geben dieses Briefchen hier, was sie uns jetzt gegeben haben, ab. Können wir mal kurz eben gucken, wo wir da überhaupt hin müssen. Oben in den Norden des Holzfällerlagers. So, können wir einfach hier raus? Oder ne, ich lasse es einfach gut sein. Ich gehe hier den Weg. Das ist ja immer so eine Sache. Hier können wir einfach komplett hochgehen. Ich weiß auch übrigens nicht, was der Worgen da vorhin versucht hat, der da irgendwie mit so einer Waffe, mit so einer Wache rumgekebbelt hat. Und ich finde das cool, dass die Welt hier relativ aktiv ist und interaktiv.
und die sich hier ich meine, das sieht man ja öfter bei WoW, aber sich hier die Elfen und so auch mal ein paar Leute hier packen und die auch eben mal wegrasieren. So, und dann haben wir hier Veshtar Gurta. Servus. Kraft und Ehre. So, Schelas Vermächtnis können wir abgeben. Und dann haben wir die Diplomatin von Silbermond als weiteren Kraft. Geschichtsteil hier im Eschental abgeschlossen. Lukta. Und dann, was will der Kollege denn jetzt? Veshtar Gurta will, dass ihr den Blutkelchzopf an Draka im Splitterholzposten übergebt. Pflicht 8 dornige Blutkelche in den Zopf und erschafft so ein besonderes Zeichen der Zuneigung für Draka. Dass das auch nicht markiert ist, ne? Aber ich glaube, ich muss zum Splitterholzposten. Ja. Dann gehen wir mal einfach mal zum Splitterholzposten wieder zurück. Dann wollen die uns jetzt eiskalt einfach wieder zurückreiten lassen. Was ist das hier eigentlich? Dorniger Blutkelch. Achso, die müssen wir erstmal sammeln, oder was? Ach so, davon brauchen wir erstmal 8 Stück. Ja, finde ich gut, dass das markiert ist. Auf jeden Fall. Wäre ich da jetzt nicht so drauf gekommen, weil die geleuchtet oder hier leuchten, wäre ich da wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen. So, da ja, müssen wir jetzt gucken. Ich weiß jetzt nicht, wo wir die überhaupt noch finden. Ob wir die überhaupt jetzt am Wegesrand hier komplett finden. Oder ob wir mal lieber wieder hier zurückgehen sollten und da suchen sollten. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier den vierten. Müssen wir nochmal neu looten, der hat ja nicht aufgenommen. Ja, dorniger Blutkelch, ja. Und hier hinten gibt es jetzt keine mehr. Ja, dann gehen wir einfach, folgen wir dem Wegesrand, glaube ich, hier einfach wieder zurück zum Splitterholzposten. Ich glaube, dann müssten ja, oder ich hoffe mal, dass dann noch hier welche, ein paar Kelche hier kommen, die wir aufsammeln können am Wegesrand. Verstehe auch nicht, wieso das nicht auf der, also ist jetzt nicht so, dass ich mich da stören würde, aber wieso das nicht auf der Karte markiert ist. So. Jetzt bin ich mir auch recht unsicher, ob überhaupt noch einen spawnt. Irgendwie am Wegesrand. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist, was wir hier machen. Das Problem ist, ich kenne die Quest halt auch eben nicht. Oder sind jetzt hier die Blutkelche überall? Ja, da sind auf jeden Fall welche. Ich weiß nicht, der sammelt die jetzt wahrscheinlich auf. Ja, dann sind sie weg. Okay. Dann haben wir jetzt ein bisschen Konkurrenzkampf hier. Und der hat auch schon das große Mount, sprich, der ist schneller unterwegs als wir. Ja, komm, egal. Ich lass dem das Ding jetzt mal. Dann gehen wir einfach hier weiter. Hier sind ja noch genug. Ich hoffe nur, der klaut jetzt meins nicht, weil das wäre ein bisschen asozial. Zu weit entfernt. Wenn ich ihm seinen Blutcage lasse und er würde meinen klauen. Aber ich glaube, das macht der Kollege nicht. So, dann gehen wir mal hier hin. Hier haben wir auch noch einen. Da vorne ist auch noch ein Blutcage. Und dann hätten wir 6. Dann brauchen wir quasi nur noch einen, den ich jetzt aber noch nicht gespottet habe. Da vorne ist auch keiner. Denn ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder hier ein Stückchen zurück. Da müsste ja eigentlich irgendwo noch einer sein oder spawnen oder ja, weiß ich nicht, was auch immer. Hier ist auf jeden Fall das Lager der Allianz. Da sollten wir nicht zwangsläufig rein. Da ist noch ein Blutkelch. Da ist noch ein Blutkelch. Den Speer des echten Teils hier noch eben kurz wegrasieren und dann sollte das eben auch gut sein. Dann haben wir den letzten Blutkelch hier nämlich auch noch. So. Kann man jetzt schon den Zopf machen oder was? Zopf aus Orca. Ja, jetzt ist das auch markiert, wo wir das abgeben müssen. Also ist ja doch nochmal alles gut gegangen, aber irgendwie trotzdem komisch, dass die uns nicht angezeigt haben, wo wir diesen Blutcage überhaupt looten können.
Das wurde uns ja gar nicht angezeigt. Ist aber nicht so schlimm. Haben wir ja trotzdem hinbekommen. In Classic werden ja Questverfolgungsziele auch nicht angezeigt. Der Kollege scheint auch fertig zu sein, wieder zurückzureiten. Xiangu. Mit accountgebundenem Gear, aber nur die Brust und sonst nichts. Und halt die Waffen. Aber gut. So. Wir noch immer mit unserem 60% Mount hier unterwegs auf ganz Classic. Und Classic war jetzt übrigens ein Mix aus Classic und Classic. So. Und dann gucken wir mal, wie kommen wir denn jetzt am besten rein? Von vorne wahrscheinlich wieder. Gurtas, bitte. Wie viel EP kriegen wir denn dafür? Dann kriegen wir jetzt wieder 4.250 und Blutkelchschuhe, die uns aber immer noch nicht verbessern. Ich glaube, ja, Questgegenstände werden es erst in der kommenden Zeit verbessern. Jetzt ist das irgendwie noch nicht so der Fall. Dann können wir hier mal eben durch. Wieder zurück in den Splitterholzposten und haben da quasi beim Verwüster die Quest, die wir abgeben können. So. Blutcage-Zopf, zack, Blutcage-Schuhe. Und abgegeben. Ja, jetzt haben wir quasi... Wir haben hier nur eine Aufgabe, vielleicht auch zwei. Jetzt weiß ich nicht, ob wir da eventuell rüberfliegen können. Das wäre wahrscheinlich schon echt extrem nice, aber werden wir jetzt sehen. Oder ob wir da hinreiten müssen. Zoramgar, ich bin unterwegs an der Version von Kala. Ich muss sofort nach Zoramgar. Zoramgar, wo ist denn das? Okay, dann machen wir einfach mal das. Dann werden wir uns nach Zoramgar fliegen lassen. Das ist auch kein Thema. Da das ja scheinbar eine wichtige Aufgabe ist, die uns ja sowieso direkt im Geschichtsstrang weiterführt, werden wir einfach dahin gehen, das ist kein Problem. Ja, die nächsten Skills, die wir jetzt mit dem Hexer bekommen, sind leider relativ unspektakulär. Auge von Kilrock und unendlicher Atem, das ist ein bisschen, naja, eher weniger geil, weil damit kann man halt nichts machen. Unterwasseratem, ja gut, ist okay, ist ein lustiges Gimmick, aber Auge von Kilrock bringt dir halt gar nichts, vor allem nicht beim Questen, da ist recht nicht. Und sonst bekommen wir instabiles Gebrechen Rang 2, das ist schon was, womit wir mehr anfangen können. Und sonst auch nicht so viel, was wir hier jetzt noch bekommen. Aber ich denke mal, wir werden im Laufe der Zeit sowieso die Specs wechseln. Ich denke mal, das ist auch im Interesse, in eurem Interesse, dass man auch ein bisschen was noch sieht oder zu sehen bekommt. Und vor allem auch in meinem Interesse, generell halt nochmal beim Hexer ein paar andere Specs zu spielen. Ich glaube, das sollte kein Problem sein. So, Astrana. So, lololo. Dann fliegt er uns jetzt mal hier rüber nach Zoramgar, Außenposten. Jetzt sind wir ganz im Westen von vom Eschental quasi. Und dann die Klaue von Schafkralle haben wir auch noch. Die können wir da auch noch abgeben. Und wir würden eigentlich, wenn wir accountgebundenes Gear anhätten, hier pro Quest um die um die 8.000-9.000 EP bekommen. Jetzt bekommen wir eben nur 4.250. Also das merkt man schon, vor allem im Low-Level. Geht man mit accountgebundenem Gear eigentlich übel schnell hier durch. Aber ich werde allerhöchstens dann accountgebundenes Gear benutzen, wenn ich merke, die Zeit wird langsam knapp, denn ich will dieses Projekt auf jeden Fall vor Shadowlands beendet haben. Und da man das ja ungefähr so einschätzen kann, wie lange man noch circa bräuchte, mache ich mir da jetzt noch gar keinen Kopf drüber. Das wird jetzt erstmal ganz normal so weiterlaufen, ohne accountgebundenes Gear, weil ich das auch irgendwie cooler finde, mit den Questgegenständen, die man beim Questen und von Dungeons etc. bekommt, zu arbeiten. Würde ich das halt eher bevorzugen. Und jetzt sind wir hier am Zoram-Strand, wo wir schon sehen, hier sind die Naga. Und wie gesagt, ich würde das dann halt nur... ich würde das dann halt nur anpassen, wenn ich wirklich merke, dass wir von der Zeit einfach nicht hinkommen werden, bevor Shadowlands released wird. Dann könnten wir von mir aus quasi darauf zurückgreifen, auf die accountgebundenen Teile. So, und Kommandant Grimfang
Überbringer schlechter Nachrichten können wir abgeben. Tiefschwarze Grotte, sprecht mit Jenoi Sankrea. Machen wir. Und Kommandant Grimfang im Soramgar will, dass ihr das Öl einer Nebelpeitscher-Hydra ins Feuer des Leuchtturms gießt. So, okay. Und dann haben wir Muglash. Bezwingt Forscher die Peitscherin, empfohlene Spieleranzahl 2. Ich glaube, das sollten wir aber auch alleine hinbekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Marokai bringt Marokai im Zornstand 20 Köpfe von Rächerflossen. Kriegen wir, glaube ich, auch hin. Und jetzt haben wir da drin noch eine Quest. Also relativ viele Quests hier sogar, aber es scheint ja auch ein großer Außenposten zu sein. Haben wir hier noch Dagon Zornhammer, den Waffenschmied. Ja, die Essenz von Akumai sammelt 20 Saphire von Akumai. Und ein Wrack nach dem anderen. Berg 10 Teile versunkenes Altmetall. Kriegen wir auch hin. Hier ist wieder übrigens unser Magier-Kollege. So, und dann gehen wir jetzt einfach mal hier raus und versuchen die Quest hier überhaupt abzuschließen. Wir können ja mal zuerst mit der Pirscherin anfangen und versuchen die über den Tisch zu ziehen. Wir schauen uns mal das Leben von der Guten an. Dann werden wir ja sehen, ob das so eine gute Idee ist oder eben nicht. Forscher die Peitscherin fehlgeschlagen. Okay. Wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Ich habe nichts gemacht. Habe ich so auch noch nie gesehen. Aber gut, wir schwimmen jetzt einfach mal darüber. Ich weiß jetzt gar nicht. Also irgendwie ist hier gerade irgendwie was schief gelaufen. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück ins Lager. Und die Quest noch einmal annehmen. Beziehungsweise hier einmal abbrechen. Ich weiß nämlich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, warum die jetzt einfach fehlgeschlagen ist. Das kann ich beim besten Willen nicht beantworten. Müssen wir vielleicht einmal nochmal den Questtext durchlesen, ob wir irgendwas vorher gebraucht hätten oder so, aber ich bin noch nicht mal in der Nähe von ihr gewesen. Völlig ohne Grund ist aber alles verheert, was ja auf dem Weg ist, aber ich bin bereit, lieber, ich bin bereit, die Hydra zu besiegen und den Angriff auf Zoram und einen die Naga verheeren. Die tückische Natur dieser Bestie mit einer Kohlenpfanne, die auf einer Insel gleich und in der Küste immer am Brennen gehalten wird. Ich denke, dass Forscher ins Hirt auftauchen wird, wenn wir sie löschen. Wir werden jedoch Hilfe brauchen, also sollt ihr ein paar starke Verbündete mitbringen. Okay, vielleicht liegt das daran, dass wir nicht in einer Gruppe sind oder so, ich weiß es nicht. Aber das werden wir dann auch erst in der nächsten Folge erfahren. Denn ich würde sagen, was sagt er? Einen Moment. Seid ihr sicher, dass ihr bereit seid? Falls uns keine Gruppe oder Verbündeten hilft, werden wir mit Sicherheit verlieren. Ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich jetzt einfach da reingegangen bin, ohne dass ich eine Gruppe habe. Oder der jetzt einfach hier weiterläuft. Ich weiß nicht, wir folgen dem jetzt einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, ob der mit uns dahin läuft. Vielleicht läuft er ja mit uns dahin. Wenn nicht, wird das die Folge jetzt unnötig in die Länge ziehen, aber ist ja auch kein Thema. Der Zoram-Stand, das sieht so aus, als wenn der mit uns jetzt dahin laufen will und die Scheiße da löschen will. Ja, scheinbar. Ja gut, okay, dann machen wir das noch, ist ja kein Thema. Ich hoffe nur, das Vieh ist jetzt nicht so stark, dass wir hier einfach auf die Fresse kriegen. Dann war das jetzt echt für die Katz und ziemlich unnötig. Wir können ja mal währenddessen hier ein paar Kollegen von denen noch pullen. Und hier reingehen. Ich finde das auch schwachsinnig immer bei den Escort-Quests, dass die immer wieder zurücklaufen. Und vor allem bewegt der sich auch so langsam. Kein Mensch. Also, wenn der so wie ich gehen würde oder so, okay, ne? Aber er. Ich warte jetzt auch einfach, bis der hier mal rangekommen ist, weil das zieht das nur unnötig in die Länge, wenn ich jetzt noch hier angreife. Da warten wir jetzt einfach mal. So, ja, der braucht echt, also der braucht wirklich 10 Jahre. Können wir lange darauf warten, dass das hier was wird.
So. Ja, Forscher, die Peitscherin, das müssten wir eigentlich hinkriegen. Also ich bin da relativ optimistisch, vor allem mit unserem Begleiter und Lebenslinie und Blutsauger, dass wir das eigentlich hinkriegen. Wäre cool, wenn Seelendieb auch Leben entziehen würde. Aber es wäre dann wahrscheinlich ein bisschen zu OP. Der Schaden ist gegen Ziele mit weniger als 20% Gesundheit um 100% erhöht. Ist auch gar nicht so uninteressant. So, ja, der geht hier mit uns. Das war das, was wir vorhin falsch gemacht haben, weil es sich dabei wahrscheinlich um eine Escort-Quest handelte, dass wir einfach vorgeritten sind. Aber sowas muss man natürlich auch wissen. Der geht jetzt hier wahrscheinlich ins Wasser. Ein bisschen schwimmen. So. Und jetzt, der ist jetzt richtig am Tauchen, der Boy. Der Boy ist richtig on fleek hier. Der hat Bock auf die Peitscherin. Wahrscheinlich ist das nur so ein krasser Fetisch von dem oder so. Dass er die hier unbedingt natzen will. Oder auch andersrum, man weiß es ja nicht. Hier fliegt die ganze Zeit so ein komischer Vogel rum. Und so, wir gucken jetzt einfach mal, was der hier macht. Rein theoretisch hätte man das auch so machen können, dass wir die einfach selber umnatzen. So. Okay, jetzt weiß ich auch, warum wir hier ja, das Ganze zu zweit machen sollten, aber das ist kein Thema. Wir heilen einfach mal unseren Verbündeten hier. Und ja, du kannst da ruhig drauf gehen, ne? Also Ich nur so benötige ein Ziel. zu deiner Info, das ist kein Problem. Ja, also das Problem ist jetzt hier, dass das hier eine Escort-Quest Ich bin außer Reichweite. zu sein scheint. Und jetzt alle anderen, inklusive meines Begleiters, da hinten auf der Olga gehen. Dabei werden die ja eigentlich hier gebraucht. So. Das ist auch gut. Der Kollege hilft uns hier, der gute Nathael. Das ist perfekt. Dann haben wir jetzt hier noch einen Kollegen, der das Ganze hier mit uns macht. Und da kommt Forscher, die Peitscherin. Und die können wir jetzt einfach besiegen hier. Das ist gar kein Thema. Aber ich habe dafür keinen Quest. Ah doch. Habe ich bekommen. Alles klar. So, dann wiegen wir uns mal kurz in Sicherheit und dann beenden wir diesen Part, weil das jetzt ein bisschen in die Überlänge geraten ist, aber ist ja kein Problem. Kann alles mal passieren. Ich wusste jetzt nicht, dass das eine Escort-Quest ist. Das haben wir beim ersten Mal leider ein bisschen verkackt. Ist aber nicht ganz so schlimm. Wir sind auch kurz vor Level Up, fast Level 23. So, und in diesem Sinne, Freunde, möchte ich jetzt auch gar nicht mehr lang schnacken, sondern den Lachs in den Nacken. Und ja, bei dem Spruch hat man immer irgendwie einen Zungenbrecher drin. Ja, in diesem Sinne, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut da rein. Bis dann, euer Cyranus. Ciao.